Na, ihr schönen Menschen, willkommen. Tabasco TV und so ist wieder am Start. Zusammen mit. Hey, aufwachen! Aufwachen! Das habe ich heute schon viermal gehört oder so. Ich weiß ja, du brauchst nach so einem leckeren Döner wie unserem gerade immer so einen kleinen Verdauungsschlaf, ja, aber. Hab ich was verpasst? Du bist immer noch bei der Begrüßung, oder? Genau, richtig. Moin, ihr Klappsporten. Ja. Bock auf eine Analyse. Wie war dein Döner? Meiner liegt jetzt echt gut im Magen, muss ich echt sagen. Ja, du, richtig, war richtig gerne. War richtig gerne, ne? Also wenn ihr jetzt hier sein könntet, es riecht richtig schön nach Zwiebel. Wir haben heute beide das Tzatziki weggelassen. Ja. Aber ohne Zwiebel geht gar nicht. Nein, Zwiebeln müssen drauf, ne? Wisst ihr ja. Ja, Schatten, bla, bliblub, sieht nach einem Haufen von Pokémon aus. Vielleicht wie ein Vormandler, wer weiß. Es ist ein Haufen von Pokémon, komm, die Leute ja wissen, worum es geht, die haben den Text gelesen. Ja, es ist Koryugel, ein Vogel-Pokémon der siebten Generation, das je nach Nektar, den es zu sich nimmt, seine Form wechselt in eine von diesen vier verschiedenen. Es basiert immer so auf so einem Tanzstil. Kinder weg, Kinder, Finger weg von LSD, man. Das geht gar nicht. Ja, das also... Das meinen die doch mit Nektar, oder? Genau, richtig, auf jeden Fall. Mhm, ja. Was hat Alola Slime auch damit zu tun? Ist ja auch cool. Je nachdem, an welche, in welcher Pflanze es riecht, kriegt es so einen Flashback irgendwie oder so. Ja, es gibt für jede Insel auch einen Nektar-Typen, ja? Und es gibt halt diese vier verschiedenen. Jetzt, wie gefallen sie dir optisch erstmal so? Konzept. Ja, das sind ja vier verschiedene Pokémon, deswegen vier verschiedene Einschätzungen. Das Koryugel, ich darf die Typen ja noch gar nicht nennen, weil so weit sind wir noch gar nicht. Ja, genau. Also das vorne rechts, das lilane, ist mit Abstand das schönste. Mhm. Mit den Fächern. Mit den Fächern, genau. Stimme ich dir zu, gefällt mir auch am besten. Danach würde ich gerade sagen, kommt der Flamenco-Tänzer oben links. Ja, würde ich dir auch zustimmen. Und die anderen beiden finde ich beide gleich hässlich, muss ich sagen. Aber ich finde tatsächlich, glaube ich, das Cheerleader-Koryugel oben rechts noch etwas besser als das Hula-Hula-Koryugel unten links. Ja, da haben wir doch eine kleine Abweichung. Also für mich ist ja die Fächertänzerin unten rechts auch auf jeden Fall das Coolste, muss ich sagen. Aber gefallen mir ansonsten alle ganz gut. Mir gefällt auch das Konzept an sich richtig gut. Ich mag auch den roten Kollegen oben links sehr, sehr gerne. Wenn der für mich aber auch nicht an ja, Mr. Lila rankommt. Ich kann mich mit der Hula-Tänzerin anfreunden, mit Cheerleading aber gar nicht. Null, finde ich auf jeden Fall. Fällt deutlich aus dieser Reihe für mich hier raus. Mag ich nicht. Das ist cool. Na, dann mag man es. Ne? Geschmäcker ja sind verschieden. Aber mir gefällt der Gesichtsausdruck von Kollege vorne links nicht so gut. Das sehe ich so ein bisschen... Ja. Als würde es sich selbst hypnotisieren und nicht die anderen. Ja, das stimmt. Das wirklich, als hättest du viel an Nektar geschnüffelt. Ja, und das Gelbe, das wirkt einfach noch richtig glücklich. Das macht richtig Party. Ja. Ist bestimmt voll der nette Typ oder Typin, was auch immer. Ja, gut. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich hab's ja lieber ein bisschen ruhiger. Ja, ansonsten, wie heißt die Tanzstile? Ich glaube hier Pau, Hula, Flamenco, Cheerleading war das, glaube ich, ne? Ich habe keine Ahnung, wie dieser komische asiatische Geistertanz heißt. Und damit haben wir auch schon die perfekte Überleitung zu den Typen, auch wenn wir mit dem Falschen angefangen sind. Aber ja, was für Typen haben wir denn hier? Genau, also tatsächlich wechselt sich das Typing dieses kleinen Pokémons, je nach Nektar, den wir nehmen. Wir fangen mit dem roten Kollegen an und wir sehen hier Feuer, Flug. Also ja, sie das sind heißt immer ja auch Flamenco, wie Flamme. Ja, ich weiß nicht, heißt Flamenco vielleicht irgendwie was Feuriges oder so? Es ist auf jeden Fall ein sehr feuriger Tanzstil. Ganz klar, auf jeden Fall leidenschaftlich. Und Rot ist ja auch die Farbe der Liebe, der Leidenschaft. Ja, Feuerflug ist kein besonders gutes Typ. Also Flug haben die alle, um das schon mal vorwegzunehmen. Es ändert sich immer ja der erste Typ. Feuerflug kennen wir zum Beispiel schon von Lavados, von Fiaro etc. pp. Wir haben hier leider drei Schwächen, von denen vor allen Dingen eine richtig schlimm ist. Die vierfache Tarnsteine-Schwäche ist richtig grausig. Also das ist immer ein riesen Minuspunkt für ein Feuerflug-Pokémon. Wasser, Elektro ist es halt da, sind halt nur drei. Geht. Ne? Geht, aber dafür haben wir auch gut was an Resistenz. Ja. Feuer, Kampf, Stahl, Fee, Pflanze, Käfer, Boden. Lesen kann ich. Ja. Auf jeden Fall. Voll zwei vierfach sogar mit Pflanze, Käfer. Ja, und eine Immunität gegen Boden. Also ja, richtig schön. Ja, Stahl finde ich auch super. Fee auch schön. Pflanze ist halt richtig gut, ne? Ja. Also, eigentlich ein defensiv gesehen sehr solides Typing, nur die Zahnsteine, das ist ja richtig schlimm. Ja, das stimmt. Also Feuerflug ist ein Typing, ja,
wenn es keine Tatsteine geben würde, wäre das richtig, richtig gut. Tatsteine sind ja meiner Meinung nach auch ein bisschen zu stark und zentralisierend. Anderes Thema. Aber die Tatsteine-Schwäche werden wir bei vermutlich jedem Kuriogel heute auch nochmal einmal beleuchten. Schauen wir uns das nächste Typing an. Würde ich gerade sagen. Wir versuchen uns hier ein bisschen kürzer zu fassen, damit wir den Rahmen nicht sprengen. Ja, kommen wir zum Cheerleading. Und ja, da sehen wir folgendes Typing, was uns auch bekannt vorkommt. Elektroflug, also ein kleines Zapdos oder ein großes Emolga vielleicht. Ja. Wir wissen es nicht. Ja, nur noch zwei Schwächen. Eis natürlich eine blöde Schwäche und Tarnsteine, die uns hier glücklicherweise nur 25 und nicht gleich 50% Schaden reinbilden. Mhm. Also ja, von den Schwächen her definitiv schon mal das bessere Typing. Und wie wir alle vom großen Bruder von Koryogil Zapdos wissen, ist das ein sehr schönes defensives Typing. Ja, natürlich, wie bei allen anderen, die jetzt auch noch folgen werden, natürlich wieder die Bodenimmunität. Ja. Kampf super, Stahl super, Flug super, Pflanze super, Käfer super. Ja. Allerdings hier keine Vierfach Resistance. Nee, das stimmt. Aber trotzdem einfach ein richtig geiles defensives Typing. Also Zapdos habe ich auch mal sehr, sehr gerne defensiv gespielt. Du kannst einfach in relativ viele Sachen reinkommen. Vor allen Dingen diese beliebten Coverage-Typen, Kampf und Boden. Und ja, es ist auf jeden Fall ein deutlich besseres Typing als Feuerflug, meiner Meinung nach. Ganz klar. Das sieht man ja auch, wenn man diese anderen Pokémon, die dieses Typing haben, so ein bisschen vergleicht, wenn es jetzt nicht gerade Rotom-Fan ist. Die meisten, die ja, Zapdos halt, Staple im OU, das schon ziemlich lange, ist auf jeden Fall gutes Typing, keine Frage. Ja, schauen wir uns das nächste an. Und das wird das pinke Hula-Ding, ja, kommt uns auch bekannt vor, dieses Typing. Psychoflug kommt mir von Xatu sehr bekannt vor. Ja. Ja, und hier haben wir gleich fünf Schwächen. Glücklicherweise natürlich keine Vierfache davon, aber nach wie vor Tarnsteine brauchen wir nicht jedes Mal sagen. Ja, und die anderen sind auch sehr, sehr nervig, muss ich sagen. Bis auf Geist ist ein bisschen vernachlässigend. Wir können ja schon mal vorwegnehmen, nur der Flamenco-Tänzer wird eben nicht effektiv von Eis getroffen. Ja. Also generell erstmal auch Elektro, genauso eine typische Flugschwäche. Und ja, Unlicht und Geist. Geist zu vernachlässigen, Unlicht ist Abschlag, siehst du auch so oft, ne? Ja, ich habe auch vor allen Dingen Xatu sehr, sehr oft gespielt. Und er hat dasselbe Typing, von daher kann ich das schon sagen. Ja, gerade muss ich sagen, Abschlag und die Tarnsteine war das, was mich am meisten genervt haben eigentlich. Wenn ich mit Xatu unterwegs war, vor allen Dingen, ja gut, liegt auch daran, dass ich defensiv bin und eben halt nicht so viel Chip-Damage und vor allen Dingen auch keinen Item verlieren möchte. Ja. Ist auf jeden Fall schwächenmäßig leider nicht so toll. Die Resistenzen machen das auch nicht wieder wert. Wir haben hier natürlich Kampf und Boden wieder, also wieder zwei schöne Resistenzen. Vor allem Kampf vierfach. Ne? Kampf natürlich vierfach. Ja, Psycho ist ganz nett, allerdings gegen Psycho-Pokémon müssen wir auch nicht unbedingt drin bleiben, weil wir dem auch nicht unbedingt was können. Ja, und Pflanze bringt halt der Flugtypus wieder mit sich. Ist nach wie vor nice to have. Schauen wir uns doch mal das letzte Typing an. Ja, und das ist Geistflug. Kennen wir, glaube ich, nur von Drifzebli und der Vorentwicklung was? Halt. Ja, ich glaube sonst nicht. Ne? Ich will mich nicht aus dem Fenster. Irgendwo macht es noch Klick, aber ich mir gerade nicht mehr sicher. Weiß es auch nicht. Also, wir haben hier tatsächlich dieselben Schwächen wie beim Psycho-Koryogel. Brauchen wir also nicht drauf eingehen. Es ist genau dasselbe. Dafür sind die Resistenzen hier besser. Dank Geist haben wir nämlich drei Immunitäten. Das hatten wir auch schon bei Radikal. Also auch eins der Pokémon, die diese Dreier-Immunität hat, so heißt es, ja. Ja. Ja, ist okay, ist auf jeden Fall ganz gut. Vierfach gegen Käfer. Gift können wir noch nehmen. Sollten wir in einem niedrigeren Tier landen, soweit sind wir ja noch nicht, ist das auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Resistenz. Ja, Käfer vierfach. Mhm. Und ja, Pflanze normal resistiert. Also ist auf jeden Fall ganz nett, aber halt immer noch kein bahnbrechendes Typing. Genau. Also wir sehen jetzt hier nochmal alle Typings auf einmal. Wir können ja mal so eine grobe Ordnung machen. Was meinst du, was ist am stärksten? Ich glaube Elektro, ne, würde ich sagen. Ich würde sagen Elektro, dann kommen Geist und Feuer, die relativ gleich auf sind, dadurch, dass Feuer einfach viele Resistenzen hat. Wenn du es eben schaffst, die Tarnsteine von deiner Seite vom Feld zu entfernen, ist Feuer eigentlich der beste Typ von den dreien. Gut, aber ja, klar, also ohne Tarnsteine, die müssen wir halt mit einrechnen. Also genau, ich würde auch sagen, Elektro ganz klar, dann Geist eben wegen der netten Immunitäten, Spinblocking etc. Dann kommt Feuer und ja, Psycho auf letzter letzten, Stelle sehe ich hier wirklich Psycho. Ja, würde ich auch sagen. Ja, muss man mal gucken. Wie war es gesagt, wenn ihr es schafft, wirklich sehr das Feld zu kontrollieren und fünf Spinner dabei habt oder nur sonst Magiespiegel-Pokémon, sodass ihr gar keine Tarnsteine kriegen könnt, dann wäre unser Flamenco-Tänzer hier das beste Koryogel. Mhm. Aber das ist eher unrealistisch.
Stimmt, kommen wir einfach zu den Werten, würde ich mal sagen. Also Typing ist bei keinem aber so richtig gut, ne? Würde ich mal sagen. Ist halt auch irgendwo ein Fluch der Flug-Pokémon. Also leider, Flug ist einfach, also es ist kein schlechter Typ, bei weitem nicht. Aber es ist halt auch bei weitem kein guter Typ. Das ist einfach so ein Nice-to-have-Typ, ist in vielen Teams eben drin, weil Boden so omnipräsent ist. Ja, klar. Der größte Vorteil von Flug ist einfach die Immunität gegen Bodenattacken. Und wenn wir dann noch irgendwas hätten, um Stein zu resistieren, was wir hier tatsächlich bei keinem mehr Pokémon haben, wäre das natürlich noch besser. Aber ja, man kann ja nicht alles haben. Aber wir können zumindest mal auf die Werte gucken und sehen, was wir da haben. Und ab jetzt kann ich mal sagen, alles, was wir jetzt besprechen, also Wertefähigkeit, Movepool, ist bei allen Coriogels gleich. Ja, es heißt Coriogel, ne? Immer ohne S. Echt? Ist Plural, ja. Zumindest wird das im Anime auch immer so genannt. Also bei allen Coriogel sind Wertefähigkeiten und Movepool identisch. Also es unterscheidet sich in den Formen tatsächlich nur das Typing. Deswegen können wir hier jetzt ganz gut weitermachen. Und die Werte sehen so aus. So eine leichte Spezialisierung, auf jeden Fall, in einen, also schnell einigermaßen, ein bisschen Spezialangriff dabei. Ansonsten eher nicht so tanky, bulky auch nicht mal, also es hält nicht so viel aus. Es ist auf jeden Fall rein von den Werten her kein O2-Kandidat. Nee, es ist halt aber, es ist auch noch nichts Halbes und nichts Ganzes, es ist auch noch kein Sweeper. Also zumindest was die Werte angeht, sehen wir hier eher etwas für die unteren Tiers. Muss mich nicht viel zu sagen. Also, ja, ist nicht besonders gut. Ja, wir sehen hier auf jeden Fall, dass der physische Angriff nicht wirklich mitspielt. Sehen nun hier auf jeden Fall eher ein speziell offensives Pokémon. Ja. Das mit 93 Initiative auch gar nicht so langsam ist. Also, wir wollen ja den Teufel nicht an die Wand malen. Vielleicht kommt ja jetzt noch was. Zum Beispiel könnten wir eine richtig geile Fähigkeit haben oder drei. Ja, wir haben tatsächlich nur eine und das ist eine Fähigkeit, die hat nur Coriogel und die ist komplett neu, Tänzer. Wir haben nur eine Fähigkeit? Ja. Hätte ich das mal vorher gewusst, ja, dann hätte ich nicht so eine Überleitung gemacht. Tänzer ist tatsächlich was ganz Besonderes und zwar, wenn ein das Tanzmove... Hat deine Mama auch häufiger zu dir gesagt, oder? Was? Dass du was ganz Besonderes bist? Nein, sie hat mich eigentlich ständig nur beleidigt. Ella ist deine Mutter! Nein, das nicht, aber sie sind sich doch recht ähnlich, wie du es gerade sagst. Zurück zum Tänzer, nicht zu Familienfäden. Tänzer ist was ziemlich Verrücktes eigentlich. Und zwar, wenn ein Pokémon auf dem Feld, ob Gegner oder Partner oder sonst wer, einen Tanzmove... Die genaue Liste findet ihr in Videobeschreibung, Kommentar oder beiden. Einen Tanzmove einsetzt, dann kopiert Coriogel den. Was grundsätzlich schon mal gar nicht schlecht ist. Ich meine, so ein paar prominente Beispiele können wir ja schon mal nennen, ohne die Liste. Schwertanz bringt uns vom Angriffswert her nicht so viel, wäre aber relativ oft eingesetzt. Ja. Richtig wichtig finde ich Falterreigen. Ja. Heißt ja auf Englisch Quiver Dance, daher kann man sich das herleiten. Das macht gleich drei Werte, von denen wir definitiv profitieren, gut. Und ja, ein Drachentanz wäre auch nicht das Schlechteste, weil das erhöht zumindest noch unsere Initiative. Ja, es funktioniert im Prinzip so. Also wir machen mit Coriogel eine Attacke, der Gegner macht den Quiver Dance und dann machen auch wir den Quiver Dance und machen dann nochmal unsere Attacke. Also im Doppelkampf wäre das zum Beispiel auch so, wenn wir zum Beispiel jetzt mit einem Smetbo und einem Coriogel spielen und Coriogel geht auf, keine Ahnung, irgendeinen Angriffsmove und Smetbo geht auf den Falterreigen, dann haben wir quasi drei Attacken in einem Zug gemacht. Das ist ziemlich cool. Wenn der Gegner dann noch einen Blättertanz einsetzt, haben wir machen wir halt noch einen Move. Ja, obwohl das natürlich dann doof ist, weil wir dann, glaube ich, im Blättertanz gelockt sind. Ich weiß es gar nicht, wie das beim Blättertanz funktioniert. Das findet ihr dann auch in der Videobeschreibung nochmal genau. Also zu Tänzer kann man auf jeden Fall, je nach Tanz, der kopiert wird, halt viel sagen. Es gibt auch noch den Ludnar-Tanz von Cresselia. Ist wie ein Heilopfer, besiegt sich selbst. Das ist natürlich auch ein Nachteil. Ne? Ja, also ansonsten eine Fähigkeit, kann man glaube ich ganz klar sagen, die wird sich sehr, sehr selten im Einzelkampf-Smogon-Format aktivieren. Und wer sagt, dass es dann auch noch ein Tanz ist, von dem wir gerade profitieren? Keine gute Fähigkeit. Nee, nein. Definitiv eher relativ weit unten. Ja. Nicht mal mehr im Mittelfeld, spielt schon eher so in der Abwehr, wenn man das hier jetzt mal auf den Fußball beziehen möchte, aber ja. Es ist halt was für... Es ist immer noch besser als Honigmaul. Ja, es bietet sich auf jeden Fall für Multigeschredder an, ne? Es ist da auf jeden Fall etwas, was sehr viel Spaß macht. Möchtest du etwas anteasern? Ja, vielleicht. Also, ja. Die Fähigkeiten machen leider da weiter, wo die Werte angefangen haben, nicht so toll. Schauen wir uns den Movepool an. Ja, Movepool, das ist immer mein Lieblingspart. Der ist so schön bunt und ja. Ja, hier heute leider nicht, denn auch bei Coriogel muss man leider nicht sehr viel scrollen. Wir haben hier zwei Flugsteps mit Orkan-Luftschnitt, die sind ganz schön. Ja.
Und dann kommt hier Wegtanz mit Fragezeichen. Der wird zwar als Normalattacke geführt, die der hat drei aber... drei Fragezeichen. Gutes Hörspiel auf jeden Fall. Besser als TKKG. Und fünf Freunde. Ja, das sowieso. Alles ist besser als fünf Freunde. Ja, Wegtanz hat eigentlich den Normaltypen, ne? Eigentlich in dem Sinne, weil wir nehmen immer den Typen unseres Ersttypen an. Also das Geisterchoreogel hat einen Geisterwegtanz und so weiter und so fort. Und es ist leider auch der einzige Step, den wir abseits von den Flugattacken immer lernen können. Wie geil wäre denn eigentlich ein Überflutungschoreogel, das dann einen Wasserwegtanz einsetzt? Oh, ja. Das, aber ich weiß nicht, ob der nach der Form oder nach dem Typen geht. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Könnten wir, das ist auf jeden Fall mal Zeit für ein mutiges Schritt. Spoiler jetzt nicht zu werden, wir lassen uns da was Cooles einfallen. Ja, auf jeden Fall, Wegtanz ist unser einziger Step abseits von Flugattacken. Ja. Ja, braucht man eigentlich auch nicht mehr. Ich meine, ein 90er Angriffswert ist quasi wie eine Art Donnerblitz oder Eisstrahl oder ähnliches. Nur halt ohne, dass wir hier rumhexen können. Dafür müssen wir dann auf unsere Flugsteps bauen. Luftnöt kann immerhin daneben gehen und flinchen und Orkan kann... Was heißt kann? Orkan geht immer daneben, aber wenn es mal trifft, kann es verwirren. Und zwar auch immerhin zu 30%, so wie ein Siedewasserburn. Also gefühlt auch gar nicht, wenn man es selbst einsetzt. Ja. Ja, dann sehen wir zum Beispiel noch zwei Boost-Moves. Ja, Schwertanz, einer der Tanz-Moves, die kopiert werden, brauchen wir eigentlich vermutlich eher nicht. Vor allen Dingen, weil der physische Move-Pool nicht gut war. Sieht man ja auch, ich habe nicht wirklich was aufgeführt. Außer der Kehrtwende. Gedankengut auf jeden Fall viel interessanter. Vor allen Dingen in Kombination mit dem Ruheort sogar noch. Also wir sind auf jeden Fall ein Pokémon, was sich mit Gedankengut setupen kann. Und dann mit Ruheort auch den einen oder anderen, da wir vor allen Dingen auch so schön schnell sind, schön ausdollen kann. Das dürfte, glaube ich, ganz gut funktionieren. Das ist auf jeden Fall schon mal rund an dieser Stelle. Ich muss hier ich muss hier noch etwas kritisieren. Und zwar das komplette Konzept dieses Pokémon. Es ist ein tanzendes Pokémon, das geht ja beim Design los und bei der Fähigkeit weiter. Warum kann es dann nicht auch jeden Kampf tanzen? Warum kann es nicht von sich aus schon Quiverdance? Oder Drachentanz. Ja. Wenn es alle Tanzmoves wären, das wäre direkt, wenn es von sich aus Falter reigen könnte, direkt 5 Klassen besser. Ja, hätte ich auch definitiv cooler gefunden. Ehrlich. Ich bin da sogar von ausgegangen. Also, hey, das ist so ein Tanzchoreogel und das kann hier Tanzsachen kopieren. Da habe ich gedacht, so, oh, cool, der kann bestimmt ein paar. Ja, ich glaube, Schwertanz ist das Einzige und Wegtanz wird tatsächlich, ist halt auch so ein Ding. Aber ja, schön. Ich weiß es nicht. Ein Konzept angefangen und nicht zu Ende gebracht. Das habt ihr in der 7. Generation schon besser hingekriegt, Game Freak, ganz ehrlich. Ja, leider fehlt halt auch eine ganze Menge, auch wenn wir jetzt hier Gedankengut und Ruheort haben. Wir haben keinerlei Coverage, abgesehen von einer Kraftreserve. Also ich meine, wir haben hier noch Verhöhner, Staffette und Spiegeltrick, der ja auch mit Z ganz interessant ist. Aber auch wieder nur für physische Angreifer. Genau, brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich. Und ich weiß nicht, ob wir hier unbedingt die ganzen Boosts klauen wollen vom Gegner, dann Staffette machen wollen. Das muss uns auch erstmal gelingen. Also, das dürfen wir dann auch oft nicht, sobald der Initiative-Wert noch mitgenommen wurde. Also der Move-Pool ist wirklich, also der führt so ein bisschen die Werte und Fähigkeiten fort oder... Ehrlich gesagt verschlimmert er es noch ein bisschen. Ja. Also ich kenne kein Pokémon, das so wenig Coverage hat, außer jetzt mal solche Sachen wie Raupi, Karpador, Barschwa und Co. ausgenommen. Ja, es gibt auf jeden Fall nicht wirklich viel, was man da irgendwie mit reinnehmen kann in so ein Set. Ja, ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal nicht mit den Sets an, sondern vielleicht einfach mal mit der Tier Prediction, weil ich glaube, man darf jetzt sagen, Typing, Werte, Fähigkeiten, Movepool sind alles nicht gut. Und wir haben hier auf jeden Fall ein Pokémon vor uns, was eher nach unten geht. Was meinst du, wo würdest du das einschätzen? Wir haben ja eben schon mal kurz drüber gesprochen und haben uns auch einigermaßen schwer getan, weil wir uns eigentlich nicht sicher waren. Also wir waren uns beim meisten sicher, dass sie ins PU gehen. Aber da gab es einen Choreogel, und zwar das Chili-Ding, dem wir durchaus auch NU zutrauen würden. Aber dann auch nur als Gedankengut-Pokémon eigentlich. Ganz genau. Als Gedankengut, ich glaube, damit ist es relativ alleine mit dem Typing. Zapdos kann kein Gedankengut, eben Emolga auch nicht. Ich glaube nicht, ne. Was hier allerdings fehlt, wo Zapdos und Emolga natürlich wieder eine riesen Nische drüber haben, jetzt mal von den Werten her abgesehen, wirklich nur der Movepool, ist kein Voltwechsel, ne? Ja, Voltwechsel, Donnerwelle, ich mein, gut, Ladungsstoß. Dafür kann es natürlich Kehrtwende, also Momentum generieren können wir trotzdem. Ja. Aber auf einem Calm Mind da sowieso nicht gern gesehen. Nee. Also ich denke auch, dass das Calm Mind Set hier definitiv das stärkste Single Battle Set sein wird. Ja, wir haben uns damit schwer getan, wirklich. Also wir sind uns sicher, dass Feuer, Psycho und auch Geist eher ins PU gehen. Bei Geist haben wir auch noch kurz überlegt, aber da haben wir auch an Drift Zepeli gedacht. Der kann eigentlich alles so wirklich besser, hat auch bessere Fähigkeiten und ja,
Hat nur weniger Stil tatsächlich. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und ich glaube, kein Rückenwind, aber gut. Doch, den kann er auch. Dann haben wir da echt keine Nische über den. Nee. Ja, also nur das Elektro-Typing könnte hier was rausretten, aber ich vermute, dass es sich nicht so dermaßen von den anderen abheben wird. Ich glaube auch nicht, dass Smogon da so großartig anders bewerten wird. Die werden das relativ krass über einen Kamm scheren, wie sie es auch schon bei Arceus gemacht haben. Ja, gut, es liegt halt an den Spielern. Also wenn die der Meinung sind, hey, dieses Elektro-Ding ist so viel geiler, dass es von der Usage hochgeht. Also was wollen wir sagen, alle vier ins PU oder trauen wir dem Chili-Ding-Ding durchaus ein NU zu? Ich meine, für unsere Wette ist das egal, weil wir uns ja wahrscheinlich jetzt gerade einig sind. Aber wir wollen ja auch zusammen also mit unseren Zuschauern wetten. Ne? Ganz ehrlich, wir haben hier schon so oft von der Kraftverschiebung durch die siebte Generation geredet. Mhm. Und wenn man sich bedenkt, dass das jetzige AU so viele Sachen hat, die früher noch im UU waren, teilweise sogar nicht sich eine ganze Zeit lang im OU gehalten haben von Generation 6, kann ich mir vorstellen, dass sich auch im NU so viel verschiebt, dass du da mit dem Choreogel nicht so weit kommst. Also komm, schieben wir es einfach mal zu den drei Geschwistern, die es hat und sagen PU. Ja, ich denke auch, das ist auf jeden Fall realistisch. Bedeutet auf jeden Fall, dass ein paar der Choreogels wahrscheinlich versauern werden. Ich meine, die haben alle Nischen übereinander durch das Typing, ganz klar. Aber ich denke, dass vor allen Dingen das Psychoflug-Choreogel nicht wirklich mithalten kann. Weil es hat dieselben Schwächen wie das Geister-Choreogel, fast dieselben Resistenzen, nur schlechter. Also ich glaube, das Psycho-Choreogel hat sich auf jeden Fall am schwersten. Ja, jetzt versuchen wir ein paar Sets zu bauen und dann nachher noch ein paar Partner-Pokémon und dann wären wir eigentlich auch durch, oder? Ja, also Set. Ja. Oh, du hast die ganze Zeit vom Gedankengut-Set gesprochen, dann bau das doch mal fix. Ja, also Gedankengut ist eigentlich relativ eindeutig. Wir bauen natürlich das Gedankengut zum Setupen und auch den Ruheort, der macht ja auf jeden Fall Sinn. Passt ja auch super rein zu dieser Initiative, können uns dann gut gegenstallen. Und ja, so viel Auswahl haben wir hier offensiv auch nicht, brauchen wir auch nicht. Wir nehmen einen der Flugsteps mit. Ob Orkan oder Luftschnitt, bleibt euch überlassen. Das ist tatsächlich in diesem Fall wirklich Geschmackssache. Orkan ist halt High Risk, High Reward. Luftschnitt kann auch ein bisschen flinchen und wir sind auch schnell genug zum Flinchen. Ja, und den Wegtanz nehmen wir natürlich als zweites mit. Ist bei allen vier Choreogel genau dasselbe. Also diese vier, Gedankengut, Ruheort, Flugstep, Wegtanz. Damit sind wir auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Wie das Investment dann ist, da muss man mal gucken. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall verschiedene Sachen machen. Mäßig geht, Scheu geht. Wir können hier aber auch die Verteidigung sogar irgendwie erhöhen, damit wir uns leichter irgendwo gegen roosten und gegen setupen können. Das ist eine Sache, da muss man einfach experimentieren und das ist, denke ich mal, auch dann vom Typing abhängig. Ja, dann bleibt mir mal wieder das in diesem Fall deutlich schlechtere Set. wir haben uns gedacht, so ja, viel mehr können wir nicht machen. Man kann vielleicht ein bisschen supporten mit Stabfette, Verhöhner und so ein Ding, aber sehr gimmickhaft. Was sich hier allerdings eventuell anbieten würde, wäre tatsächlich ein Scarfer bei einer Initiative. Von 93 ist das ja gar nicht mal so wenig. Ja, und darauf spielen wir dann natürlich wieder einen der Flugsteps. Könnt ihr da auch wieder genauso halten wie beim anderen Set? Ich würde wahrscheinlich eher zum Luftschnitt raten, da wir eben durch den Scarf fast alles outspeeden und da ein bisschen rumflinchen können. Ja, Wegtanz darf hier nicht fehlen. Kehrtwende ist auch solide auf einem Scarf-Pokémon, auch wenn wir natürlich nicht so viel Schaden drücken, da wir natürlich den Angriffswert ein bisschen leiden lassen werden zugunsten von einem scheuen oder mäßigen Wesen. Mhm. Ja, und als letztes bleibt da eigentlich nur noch eine Kraftreserve und da könnt ihr dann kreativ werden, je nachdem, was ihr eben für ein Choreogel habt, braucht ihr natürlich eine unterschiedliche Kraftreserve. Genau, also für Feuer ist ja zum Beispiel Pflanze oder Wasser immer ganz gut, für Elektro ist Eis ganz nett, ich weiß gar nicht, was spielt man auf Psycho-Pokémon immer so? Kampf, genau, stimmt, Kampf ist sehr, sehr gut. Und auf Geist ist, glaube ich, auch Kampf nicht übel. Kampf ist gar nicht, weil Unlicht und Normal-Pokémon kommen ja in den Geister-Set rein. Also ja, ne? Das wär's so. Also, aber auch alles teamabhängig auf jeden Fall. Ganz genau, wie immer eigentlich. So, das waren unsere zwei Sets. Dann kommen wir jetzt also zu den möglichen Teampartnern und ja, ein möglicher Teampartner für jedes Flug-Pokémon beziehungsweise eine mögliche Gattung von Teampartnern ist ein Spinner bzw. ein Defogger, also alles, was uns irgendwie die Tarnsteine vom Feld bringt. Ja, ansonsten machen wir es kurz. So ein richtig eindeutiges Pokémon haben wir hier nicht gefunden. Macht auch gar keinen Sinn, jetzt hier 48.000 Pokémon zu erwähnen, weil wir auch vier unterschiedliche Typings haben. Es ist einfach davon abhängig, was wir dann für ein Choreogel am Ende spielen. Ja?
im Schnelldurchlauf vielleicht, für Feuer-Pokémon sind natürlich, wie wir es oft gesagt haben, immer Pflanze und Wasser gute Partner. Wofür freut sich so ein Elektro-Pokémon als Partner? Definitiv über, in diesem Fall über Kampf würden sie sich, glaube ich, alle freuen, weil man damit ein bisschen gegen Gestein vorgehen kann. Ja, klar. Elektro freut sich immer über Pflanze oder Eis. Oder Wasser, was eben sich gut um Boden-Pokémon kümmern kann. Hm. Ja, Psycho freut sich immer über Unlicht, genauso wie Geist, ja, eigentlich. Genau, richtig. Ja, also ist relativ, ja, ne, nicht ganz greifbar. Es ist halt davon abhängig, was sie dann am Ende nimmt. Aber ich denke mal, das wisst ja auch alle schon jetzt mittlerweile. Ja, ich glaube, wir sind durch, kann das sein? Wir haben alles. Ja, das soll es gewesen sein. Und gar nicht so lange gebraucht, wie erwartet jetzt für 4 Pokémon. Ja, aber es gibt halt auch leider echt nicht wirklich viel zu sagen. Es ist eine Fähigkeit, es ist ein kleiner Movepool. Es sind auch nicht viele Möglichkeiten, die man hat. Aber Coriolgel trotzdem ein Pokémon, auf das ich mich richtig freue. Ich habe noch keins und dieses Geisterding möchte ich echt gerne haben und damit im PU ein bisschen in den Start gehen. Also, ich freue mich drauf. Vielleicht kann man auch, wenn ich jetzt gerade mal spontan überlege, vielleicht machen wir so ein drittes Set, so ein kleiner Stallbreaker mit Verhöhner, Toxin, Ruheort und dann noch irgendwas anderem dabei, könnte auch noch funktionieren. Aber das sind alles so Sachen, ja. Gimmick, ja. Gimmick, meine lieben, genau, Leute. Also, ich glaube, wir sind damit dann durch. Das soll es zu Coriolgel gewesen sein, auf jeden, genau, Fall. Mir falls fällt nichts mehr ein. Ja, falls euch noch was einfällt, in die Kommentare. Ne? Ja, raus damit. Genau. Ihr habt bestimmt wieder Meinungen. Das ist auf jeden Fall auch wieder Bobos Job, ganz klar. Ne? King of PU ist wieder am Start. Ja, vielleicht sind da auch welche dabei, die sagen, ey, seid ihr irgendwie scheiße? Das Ding geht auch locker ins Overused, weil wir sind auf jeden Fall gespannt. Weil ihr vor dem Spezialangriff und dem Initiativwert jeweils die 1 vor der 90 vergessen habt. Ja, oh, das ist cool. Ja, auch schade. Coriolgel hätte durchaus ein bisschen mehr Werte vertragen können, ganz ehrlich. Mehr Coverage wäre, glaube ich, noch gesünder für das Ding. Die Werte sind ja gar nicht so schlecht, sie sind ja definiert. Aber wenn man aus diesem Wert, ich meine, fast 100er Spezialangriffswert ist natürlich nicht überragend und wäre kein OU-Potenzial bei weitem. Nee. Aber zumindest ins AU hätte es mit den Werten und einer richtig guten Coverage durchaus gehen können, wenn dann noch eine Fähigkeit dazu kommt. Was war irgendwas, das gegen Tarnsteine immun macht? Ja. Hier war das Magieschild. Magieschild macht doch gegen solchen Schaden immun. Genau, Magieschild. Ja, super stark auf den Dingern. Ja, das stimmt wohl. Ja. So ist es leider nur ein PU-Pokémon, aber ein sehr hübsches und mit einer coolen Fähigkeit. Und ich denke, dann schauen wir einfach mal in der nächsten Analyse, die wir heute nicht mehr aufnehmen. Das ist für heute die letzte. Wir machen in ein paar Tagen schon eine Session. Ja, schauen wir in der nächsten Analyse, ob es da vielleicht wieder ein bisschen stärker zu Gange geht. Ne? Wollen wir doch mal hoffen. Ich meine, viel niedriger als Pichu können wir ja auch nicht mehr sinken. Ne, genau. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt artig. Tschüss. Ciao-wee.